Hallo liebe Leute, vorhin geht es darum, wie das ZDF in den Heute-Nachrichten um 19 Uhr, die von Millionen Zuschauern gesehen werden, also die ganze Wahlberichterstattung wird auch von vielen Leuten gesehen, aber die allermeisten Leute schalten um 19 Uhr ein, wie in dieser Wahlrunde, wie René Aust wie ein Aussätziger behandelt wurde. Also wie Bettina Schausten völlig parteiisch moderiert hat und René Aust, obwohl er die zweitstärkste Partei vertreten hat, und den größten Stimmzugewinn bekommen hat, er erkennbar als letztes drangenommen wurde mit einer langen Redezeit der anderen vorher. Und die Anmoderation, ja, sie vollkommen parteiisch war. Also sie mit dem Auftrag der Öffentlich-Rechtlichen nichts zu tun hat. Ergebnis ist natürlich das, was wir hier vornehmlich belastbar besprechen können. Ich beginne mal mit David McAllister, seit 10 Jahren Mitglied im Europäischen Parlament, Vizevorsitzender der Europäischen Volkspartei. Sie sind, so war das, auf Länderebene für Niedersachsen als Spitzenkandidat angetreten. Und die Union ist der Wahlgewinner heute Abend bei dieser Europawahl. Schließen Sie sich all denen an, die daraus jetzt schon sehr mutig fordern, dass die Ampelregierung in Deutschland doch am besten Neuwahlen ausrufe und zurücktrete? Also zunächst in der Tat, CDU und CSU sind klar stärkste Kraft in Deutschland geworden. Darüber freuen wir uns und wir sind doppelt so stark wie beispielsweise die SPD geworden. Und wir haben, glaube ich, heute Abend auch unseren Beitrag dazu geleistet, dass die Europäische Volkspartei im nächsten Europäischen Parlament die stärkste Kraft wird, die stärkste Fraktion. Und wir werden aus der Mitte des Parlaments heraus dann auch stabile, verlässliche Mehrheiten bilden für diese Wahlperiode. Und dieses Ergebnis ist natürlich auch ein Rückenwind für Ursula von der Leyen. Wir erwarten, dass Ursula von der Leyen 5 weitere Jahre Kommissionspräsidentin bleibt. Und deshalb auch unser Appell an die demokratischen Parteien, dieses Ergebnis zu akzeptieren und dass wir die Kommissionspräsidentin dann schnell ins Amt bringen. Und was das für Deutschland bedeutet, das müssen die deutschen Parteien natürlich entscheiden. Vor allen Dingen die 3 Parteien der Ampelregierung. Aber eines habe ich in diesem Wahlkampf deutlich gemerkt. Diese Ampelkoalition hat kein Vertrauen mehr in der Bevölkerung, insbesondere auch nicht der Bundeskanzler. Dann gehe ich weiter zu Katharina Barley, Spitzenkandidatin der SPD. Frau Barley, schönen guten Abend. Das ist ein schlechter Abend für die SPD, eine wirkliche Klatsche, weil sie noch mal verlieren, ein historisch schlechtes Ergebnis einfahren. Wer ist dafür vor allem verantwortlich? Sind das Sie als Spitzenkandidatin? Ist das der Kanzler Olaf Scholz? Also es stimmt, das ist für uns wirklich ein ganz bitterer Abend. Erstmal ganz herzlichen Glückwunsch an die Kolleginnen und Kollegen von der Union, die deutlich die stärkste Kraft sind. Das stimmt. Interessanterweise ja aber auch nicht profitieren konnten, wie wir alle nicht profitieren konnten von dieser Demokratiebewegung, die es ja Anfang des Jahres gegeben hat. Wir haben ja eigentlich alle gedacht, das gibt den demokratischen Parteien nochmal einen Aufschwung. Das sehen wir nicht, wenn dann bei den Kleinstparteien. Ja, die Verantwortungsfrage, die wird natürlich nicht heute Abend entschieden. Wir werden uns das sehr genau anschauen. Es ist schon deutlich, dass wir jetzt aus der Bundespolitik keinen Rückenwind hatten. Die Umfragen bei allen Parteien, glaube ich, klebten ziemlich die ganze Zeit an den Europawahlergebnissen. Das lief immer sehr parallel. Aber wir werden uns das sicherlich nicht leicht machen mit der Aufarbeitung. Wir werden sehr genau hinschauen und daraus auch die Lehren ziehen für die nächsten Wahlkämpfe. Hören Sie den Appell der Union und werden Ursula von der Leyen jetzt mit unterstützen bei der Wahl zur Kommissionspräsidentin? Also der Rat nominiert und das Parlament wählt. Wir sehen das Resultat, aber wir haben auch immer gesagt, es muss klar sein, dass es einen demokratischen Konsens gibt. Also dass wir eben nicht einen Konsens bilden mit Rechtspopulisten oder gar Faschisten, Postfaschisten. Und da ist die Frage eben noch offen. Also wer sich auf zum Beispiel die Fratelli d'Italia stützen will, der kann sich nicht gleichzeitig auf die demokratischen Fraktionen stützen. Darüber wird noch zu reden sein. Herr Reinke ist bei uns, die Spitzenkandidatin der Grünen. Ja, das war ein Höhenflug beim letzten Mal. Jetzt ein Absturz geradezu, ein schlechtes Ergebnis für die Grünen. Sie haben Platz 2 verloren an die AfD, da kommen wir gleich dazu. Woran lag das? Lag es daran, dass das grüne Kernthema Klima jetzt nicht mehr, jedenfalls nicht mehr die Konjunktur wie 2019 hatte? Also zunächst einmal, das Ergebnis ist für uns natürlich nicht zufriedenstellend. Die Union hat den Platz 1 eingefahren. Wir werden jetzt sehen, wie sich die Verhandlungen in den nächsten Wochen gestalten werden.
wie genau wir die Lage einschätzen. Auch das wird sich in den nächsten Tagen und Wochen bei uns natürlich, diese Frage wird sich stellen und das wird diskutiert werden. Ich glaube, dass die Stimmung 2024 sehr anders ist, als sie es 2019 war. Wir haben eine Pandemie gehabt, wir haben einen Angriffskrieg in der Ukraine, wir haben Inflation. Deswegen hat das natürlich die Gesamtstimmung im Land beeinflusst. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist es jetzt wichtig zu schauen, wie es in den nächsten Wochen weitergeht und in der Tat zu schauen, dass es auf jeden Fall proeuropäische demokratische Mehrheiten im nächsten Europäischen Parlament gibt. Weil ich meine, der Rechtsruck nicht nur in Deutschland, den wir sehen, der macht ja schon Sorgen, muss, glaube ich, allen Demokratinnen und Demokraten Sorgen machen. Die Europäische Union muss handlungsfähig sein in den nächsten Monaten und Jahren. Und dafür stehen wir Grüne für Verhandlungen bereit. Dankeschön. Bei uns ist René Aust von der AfD. Herr Aust, Sie sind jetzt nach vorne geschoben worden, weil im Wahlkampf die Listenplätze 1 und 2 Ihre Kollegen quasi in der Versenkung verschwinden mussten wegen vielerlei Vorwürfen und Skandalen. Das hat aber offenbar die Wähler ja nicht abgeschreckt. 16% sind das beste Ergebnis bisher für die AfD. Würden Sie sagen, mit einem blauen Auge davongekommen? Hatten Sie Schlimmeres befürchtet? Also ich bin unglaublich stolz auf die Wähler in unserem Land, dass sie so abgestimmt haben, wie sie wollen und nicht so, wie es manche wollten. Und ich bin unglaublich stolz auf die vielen ehrenamtlichen Mitglieder in unserer Partei, die wirklich alles gegeben haben. Gegen jeden Widerstand in den vergangenen Monaten, gegen eisigen Gegenwind haben wir wirklich dieses tolle Ergebnis, das wir wirklich auch freudig zur Kenntnis nehmen, gemeinsam errungen. Ich habe meinen bescheidenen Beitrag dazu geleistet in den vergangenen 2 Wochen, aber es war wirklich eine Mannschaftsleistung. Ganz herzlichen Dank an die vielen Ehrenamtliche. Und jetzt werden wir natürlich mit diesem Ergebnis verantwortungsvoll umgehen und tolle Politik auch im EU-Parlament machen. Dort sind Sie allerdings geächtet worden. Wo findet die AfD da jetzt wieder eine neue Heimat? Wir hatten eine kleine Beziehungspause mit Frau Le Pen, ungefähr 2 Wochen. Und morgen nehmen wir die Kontakte wieder auf und werden mit den anderen europäischen Partnerparteien auch dafür sorgen, dass wir wieder zusammenarbeiten können. Weil Sie selbst, Frau Le Pen, zu extrem waren. Also Sie versuchen es nochmal. Letzte Frage an David McAllister. Sie haben gesagt und haben auch die Erwartung geäußert, dass die anderen Frau von der Leyen jetzt unterstützen. Ist das Ergebnis mit Blick auf Berlin auch ein Erfolg für Friedrich Merz und damit auch seine Kanzlerkandidatur jetzt eigentlich selbstverständlich? Also dieses schöne Ergebnis in Deutschland für CDU und CSU ist ein Erfolg für Ursula von der Leyen als unsere Spitzenkandidatin. Und es ist auch ein Erfolg des Parteivorsitzenden der CDU Deutschlands, Friedrich Merz. Was macht die Antwort von René Aust besonders? Oder was unterscheidet sie von vielen Antworten? Also viele Antworten sind dann immer die, das Wahlergebnis war sehr gut, und so weiter und so fort. Eigentlich nichts, was einem in Erinnerung bleibt. Was hat René Aust jetzt hier gemacht? Er hat dezent in den Mittelpunkt gestellt, was gerade passiert ist. Also ich bin unglaublich stolz auf die Wähler in unserem Land, dass sie so abgestimmt haben, wie sie wollen und nicht so, wie es manche wollten. Und gegen jeden Widerstand in den vergangenen Monaten, gegen eisigen Gegenwind, haben wir wirklich dieses tolle Ergebnis, das wir wirklich auch freudig zur Kenntnis nehmen, gemeinsam errungen. Er hat davon gesprochen, dass die AfD entgegen dem Willen mancher gut abgeschnitten hat. Und wie diese Runde abgelaufen ist, ist natürlich vollkommen klar, dass das diese Runde einschließt. Das heißt, er hat für die Zuschauer erkennbar auch die Medien hier kritisiert. Und das ist aus meiner Sicht das, was immer viel zu kurz kommt. Also er hat es geschafft, sich positiv auszudrücken. Also erstmal hat er durch seine ruhige Ausstrahlung, aus meiner Sicht jedenfalls, hat er es schon die ganze Zeit einen guten Eindruck gemacht. Also das Framing der anderen hat nicht dazu gepasst, wie er ruhig dagestanden ist. Also ein Populist, der stellt uns dann anders vor, der dann irgendwie rumfuchtelt und rumtobt. Und er stand ruhig da und hat diese ganzen Vorwürfe abperlen lassen. Und als er dann dran war, er hat sich bei seinen Leuten bedankt, und hat auch in den Mittelpunkt gestellt, dass die Mitglieder die ganze Zeit mit diesen Diffamierungen kämpfen müssen. Und dass es im Grunde eine Schande ist, dass die Öffentlich-Rechtlichen hier ihren Auftrag nicht wahrnehmen. Das wurde klar erkennbar und auch wie unfair die anderen sich ihm gegenüber verhalten haben. Und er hat Positives über anderes gesagt und es funktioniert so, dass immer wenn man etwas Positives sagt, fällt es positiv auf einen selbst zurück. Interessant ist, dass die Art und Weise von Bettina Schausten Rückschlüsse zulässt, wie das Mediensystem oder wie das Medienpolitsystem funktioniert. Auffällig war der Kontrast zu der Wahlarena letzten Donnerstag. Die Moderatoren haben nicht parteiisch eingegriffen
Und es war, jedenfalls, ich habe bis jetzt nichts anderes bemerkt, war es eine faire Veranstaltung. Und hier war es wieder das komplette Gegenteil. Es ist auch auffällig, dass beispielsweise Karin Mioska, dass sie auch eher dezent auftritt. Und anscheinend vollführt man jetzt eine Wende. Man hat gemerkt, mit diesen Diffamierungen von Bettina Schausten und auch Dunja Hayali, es ist verräterisch. Also auch diese Runde war verräterisch. Und man versucht es jetzt dezenter, weil das zu auffällig ist, weil es den Leuten zu sehr auffällt und es auch die Öffentlich-Rechtlichen angreifbar macht. Weil hier bekommt man eigentlich die Trümpfe in die Hand gespielt, dass die Öffentlich-Rechtlichen ihren Auftrag nicht erfüllen, dass es offen unfair ist und es ist auch erkennbar für jeden unfair. Vor allen Dingen durch die Art, wie René Aus es hat abperlen lassen, wird es noch besonders gut erkennbar. Die Strategie anscheinend ist jetzt, moderater aufzutreten, die Leute zufriedenzustellen und es so zu halten, wie es wahrscheinlich in den 90ern war oder in den 80ern, dass in den wichtigen Narrativen getäuscht wird, das heißt hier im Fall der Ukraine, und die Leute es nicht bemerken soll, weil über weite Strecken es ausgewogen erscheint. Also sehr viele wurden in den 90ern oder vielleicht noch Anfang der 2000er getäuscht und sie haben das alles den Medien abgekauft und zu diesem Zustand wollen sie anscheinend zurück, um eine Stabilität zu erreichen, um bei den ganz wichtigen Dingen die Leute, ja, um das System in Gang zu halten und die Leute täuschen zu können. Nichtsdestotrotz muss man umso stärker auf die Täuschung hinweisen, weil momentan es jetzt um die Existenz geht, um den Wohlstand, aber auch es geht um Krieg und Frieden. Es ist nicht selbstverständlich, dass Frieden ist, sondern Klaus Fuchs, ein Wissenschaftler, der Geheimnisse an die Sowjetunion verraten hat über die Atomtechnik, er hat mit dafür gesorgt, dass es ein Gleichgewicht gibt. Und nur durch dieses Gleichgewicht, durch diese Sondersituation, dass die Sowjetunion stark war, wurde Westeuropa wahrscheinlich stark gehalten oder gab es diesen Frieden. Klaus Fuchs war überzeugt, dass wenn das Gleichgewicht nicht geschaffen worden wäre, die Sowjetunion keine Atombombe erhalten hätte, dann wäre die Sowjetunion mit Atombomben bombardiert worden. Und das war ja der Grund, weshalb er die Geheimnisse verraten hat. Und mit dem Wissen, das ich heute habe, bin ich auch überzeugt, die USA hätten auf jeden Fall die Sowjetunion bombardiert mit Atombomben, wie sie es bei Japan getan haben. Und was sagt das? Das heißt, auf die USA ist kein Verlass. Es sind keine guten Partner. Wir sind nur Mittel zum Zweck. Und jetzt versuchen die Medien, uns in einen Krieg zu treiben, Waffen zu liefern, zu eskalieren, sodass möglichst auf Eurasien ein Krieg herrscht, der alles schwächt, sodass die USA ihre Worldwide Dominance ausüben können. Was bisher immer der Zweck war. Und wer das nicht glaubt, er kann sich ja den O-Ton anhören von Biden über Nord Stream, dass es Nord Stream nicht länger geben wird und Scholz nickt. Oder ganz viele andere Beispiele. Sei es der 11. September, sei es Serbien, alles war gelogen, Irak, Libyen. Irak ist ja das Allerschlimmste. Der ISIS wurde wahrscheinlich vom CIA hochgezüchtet und es ist unfassbar, was für ein Grauen die US-Regierung da unten verursacht hat. Durch die Hochzüchtung des IS. Saddam Hussein war wahrscheinlich kein Held, aber wahrscheinlich wie bei Gaddafi, es wurde hier alles hochgespielt und das Positive auch bei Assad, dass man seine Religion ausüben konnte, es wurde heruntergekehrt. Es wurde ein Grauen geschaffen. Es wurden Länder vollkommen ruiniert und Deutschland war nach dem Zweiten Weltkrieg auch vollkommen ruiniert. Und wir erinnern uns, Kaiser Wilhelm wurde 1918 abgesetzt und durch die Demokratie war es auch damals möglich, die Medien zu beeinflussen. Ich habe dafür keine Beweise, aber es ist natürlich in Betracht zu ziehen und es ist auch naheliegend, angesichts der US-Geostrategie, die Europäer gegeneinander auszuspielen, natürlich Leute wie Hitler zu befördern, die, ja, wo ein Krieg wahrscheinlich ist. Das ist natürlich jetzt keine Entschuldigung, dass man dem nachgibt, aber natürlich hilft das dabei. Also Kaiser Wilhelm gab es nicht mehr, dann wird jemand wie Hitler angeboten und die Leute greifen zu und dann ist das Unglück passiert. Es ist auch daran zu denken, dass der Krieg, als er ausgebrochen ist, die USA weiterhin Öl an Deutschland geliefert haben, wohingegen Japan nicht beliefert wurde. Das heißt, so friedlich die Medien, so gut alles scheint, wenn man sich die Geschichte anguckt, wenn man sich die Ereignisse auf der Welt anguckt und auch wie jetzt die Medien auf die ukrainische Bevölkerung Einfluss genommen haben, sie auch verführt haben zu Rechtsextremismus, zu Narzissmus, was unsere Medien hier nicht berichten, dann zeigt sich, wie gefährlich diese großen Medien sind, die sehr wahrscheinlich zu großen Teilen vom amerikanischen Geheimdienst kontrolliert werden. Es also ausländischer Einfluss ist, und zwar
ausländisch feindlich gesinnter Einfluss, der uns in den Ruin treibt. Und deswegen kann ich nur betonen, wie bei jedem Video, dass diese großen Medien, dass man sie entblößen muss. Und immerhin, René Aust, es ist ihm ein gutes Stück weit hier gelungen. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe, was euch sonst so einfällt. Macht's gut.